Undercover Boss geht in die nächste Runde. 7 österreichische Topmanager lernen ihr Unternehmen im Cognito von einer ganz neuen Seite kennen. Sie kommen an ihre Grenzen. Das ist jetzt wirklich hardcore. Und verändern das Leben ihrer Mitarbeiter. Das heißt, ich krieg Auto? Ne? Nein. Ja? Nein. Diese Person hat meine Träume wahrgemacht. Ich hab's aber so wieder gekriegt. Danke, danke, danke. Heute auf Undercover-Mission Thomas Blagus, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens Blagus Reisen. Getarnt als Praktikant erlebt der Boss, was es bedeutet, wenn die Mitarbeiter bestimmen, wo es lang geht. Geradeaus, geradeaus. Da, da, rechts. So, okay, sorry. Nicht nur die eigenen Fehler fallen sofort auf. Wir sind eigentlich falsch in der Reihenfolge, ist das richtig? Genau, ja. Der eine Bus hat uns überholt. Ehrlich zu sein, bin ich etwas sauer, weil ich das Gefühl habe, dass man das mit einer guten Planung hätte besser machen können. Manchmal stößt aber auch ein Macher an seine Grenzen. Es geht leider nicht, du musst irgendwas anderes machen. Das Gefühl ist schon komisch, wenn der eigene Lehrling sagt, eigentlich bin ich nicht für diesen Job geeignet. Auch die Busreisenden meinen es nicht gut mit dem prominenten Probearbeiter. Boah, da sind Ziegelsteine drin. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Wie so oft im Leben sieht man sich zweimal. Unter einem Vorwand werden die Mitarbeiter zur Geschäftsleitung gebeten und erleben dort eine Überraschung. Diese Person hat meine Träume wahrgemacht. Also, was soll ich so sagen? Ich bin sehr glücklich. Jetzt bei Undercover Boss. Ob allein oder mit Partnern, Blagus bringt Menschen von A nach B. Erfolgreich ist die Gruppe auch in ihren Aktivitäten im Tourismusmarkt. Dieser Mann kümmert sich in der Wiener Zentrale darum, dass das Reise- und Transportunternehmen seine Ziele auch weiterhin erreicht. Er setzt auf Expansion. Mein Name ist Thomas Blagus, ich bin 48 Jahre alt und leite das Unternehmen Blagus Reisen. Blagus Reisen ist ein österreichischer Familienbetrieb. Mein Großvater hat in den späten 20er Jahren begonnen, die Bauern von Unterpullendorf nach Wien zu bringen. Damit hat sozusagen die Geschäftstätigkeit begonnen. Und mein Cousin und ich leiten das nun in der dritten Generation. Blagus gehören zum Straßenbild in Wien. Jeder kennt Blagus. Die Blagus-Gruppe beschäftigt sich grob mit zwei großen Bereichen, mit dem Personentransport und mit der Touristik. Der Personentransport reicht vom einfachen Mietwagen, vom Pkw, bis hin zum großen Reisebus, bis zur Fernbusreise. Unsere Fahrzeuge legen rund 28 Millionen Kilometer pro Jahr zurück. Das sind rund 700 Mal die Strecke rund um die Erde. Aber Blagus ist wesentlich mehr. Wir haben eine sehr breite Palette. Vom Reisebüro bis hin zur Incoming-Agentur. Wir sind Konzertveranstalter in Wien. Wir betreiben in Wien auch Gastronomie am Donauturm. Blagus Unternehmensgruppe hat aktuell rund 950 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von etwas mehr als 100 Millionen Euro. Ich erhoffe mir von der Undercover-Mission, dass ich am Arbeitsplatz sehe, worauf es ankommt, dass ich aber auch verstehe, was der Kunde benötigt. Gerade weil wir so rasch gewachsen sind in den letzten Jahrzehnten, möchte ich überprüfen, ob vielleicht der Mitarbeiter in einigen Bereichen nicht auf der Strecke geblieben ist. Und ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit, hier mehr in die Tiefe zu gehen. Zu einem ausgefüllten Leben gehört auch, möglichst viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Meine Familie besteht aus meiner Frau und aus drei Kindern. Wir sind Patchwork. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist aus meiner Sicht eine Frage der Organisation. Blagus Geschäftsführer Thomas setzt dabei klare Prioritäten. Meine Familie ist für mich das Wichtigste im Leben. Es geht einfach darum, Zeit miteinander zu verbringen. Wir gehen segeln, wir gehen schwimmen, wir gehen Radfahren. Vor allem am Wasser fühlt sich die Patchwork-Familie wohl. Nicht nur der Mann am Steuer. Segeln betreiben wir als Familienhobby. Es macht allen Spaß. Wir machen das seit ein paar Jahren und nutzen sehr viel unserer Freizeit auf unserem Segelboot. Niemand kennt Thomas besser als die Frau an seiner Seite. Stärken von Thomas sind auf jeden Fall, er ist ein großartiger Familienmensch.
Organisatorisch ist er ganz top. Bei den Schwächen würde ich eher sagen, das ist halt die Geduld. Wer an einer Undercover-Mission teilnimmt, muss vorher ein paar grundlegende Dinge verändern. Sein Aussehen zum Beispiel. Ein Besuch beim Barbier kann da nicht schaden. Hallo. Hallo. Grüß Herr Plagos. Freut mich sehr. Bitte, nehmen wir uns Platz mal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Auf dem Weg zur neuen Identität muss Thomas sich erst von allerlei Haupt- und dann auch von einigen Barthaaren verabschieden. Ich werde als Herbert Reischl im eigenen Unternehmen undercover arbeiten. Meine Cover-Story ist folgende. Ich habe in Frankfurt am Main Sportpsychologie studiert, habe das Studium abgebrochen, habe dann den Busschein gemacht, habe auch als Busfahrer gearbeitet, bin dann zurück nach Wien, habe meine künftige Frau kennengelernt. Sie ist Kanadierin, ihr Visum ist dann abgelaufen. Wir mussten zurück nach Kanada, haben dort 17 Jahre gelebt, hatten ein eigenes Lokal, das ist dann abgebrannt, haben uns dann entschieden, dass wir wieder zurück nach Österreich kommen. Jetzt sind wir hier und ich suche eine fixe, gute Anstellung bei einer guten Firma. Vom Geschäftsmann zum Arbeitssuchenden. Zumindest die optische Veränderung ist immens. Davon will sich natürlich auch die Familie überzeugen. Es droht ein tränenreicher Abschied vom Vater und Ehemann. Was? Und? Fesch? Ja? Komisch. Ja? Komisch, wirklich, ja. Die Haare sind noch dran. Ja. Mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ich glaube nicht, dass er auffliegt. Ciao, auf der Fahrt. Bis bald, gell? Liebe Baba. Liebe Baba. Ciao. Da geht er hin. Die Mission kann beginnen. Der erste Tag als Praktikant für Thomas beginnt in Wien. Genauer in einem Charterbus. Das ist mit Sicherheit eines unserer Hauptgeschäfte. Der Kunde mietet Busse bei uns. Mich interessiert, wie unsere Fahrer, die ja das Herz des Unternehmens sind, weil sie wirklich an vorderster Front beim Kunden sind, ob sich die Fahrer wohlfühlen, ob der Bus in Ordnung ist, ob die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind. Da kommt er schon, der Einsatzbus für heute. Fahrer Dewat, genannt Dewi, wird den Boss heute einschulen. Hallo, grüß Hallo. Dich. Herbert. Servus, Dewi. Freut mich. Super, du bist der neue Praktikant? Ja. Sehr gut. Dann werden wir es gleich einmal losgehen, Wunderbar, oder? Wunderbar, freut mich. Gut, dann steigen wir mal gleich ein. Super, danke. Ich bin sehr streng, aber dafür sehr korrekt. Er muss fahren, dann natürlich Bus reinigen. Alles, was mit dem Bus zu tun hat, das fällt alles in seinem Aufgabenbereich. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Okay. Wir werden jetzt schnell nach Erdberg fahren. Blagus hat dort einen Stützpunkt, okay, wo wir waschen können. Jeder Kunde will natürlich in einem reinen Bus sitzen. Und somit müssen wir den Bus aufbereiten für den nächsten Kunden. Und der nächste Kunde ist dann eine Shuttlefahrt Wien, Bahndorf, Wien. Alle Mann aussteigen, der Bus soll sauber, der Boss schlauer werden. Wie oft musst du hier den Bus waschen pro Tag? Also den Bus musst du waschen, immer wenn er schmutzig ist. Der Bus muss immer sauber sein. Das beurteilst du dann. Ja, ja. Kann dir auch passieren, dass du zwei-, dreimal am Tag reinigst. Ja. Weil wenn du zweimal Gruppen hast, wo du Kinder fährst, Kinder machen sehr viel Schmutz. Ja. Also es gibt keine Grenzen. Der Bus muss einfach sauber sein. Ja. Also er wirkt sehr okay auf mich. Er versteht, was ich meine, was ich ihm sage. Und wir werden jetzt gleich einmal schauen. Ich werde ihm gleich einmal das Arbeitsgerät in die Hand geben, wie er sich gleich mit dem tut. Und alles Weitere werden wir dann gleich sehen. Das ist selbst gebaut? Das ist selbst gebaut, ja. So. Das setzt du da so an hier. Ja. Und du ziehst das einfach so schön. Es geht nur um die Scheibe. Es geht nur um die Scheibe. Okay, und so machst du gleich den ganzen Bus rundum. Ja. Bus habe ich schon das ein oder andere Mal geputzt, aber es kommt äußerst selten vor. Da war ich vielleicht ein Kind und habe geholfen. Aber nicht mit diesem Arbeitsgerät. Schau, dass der Scheibenwischer gut anliegt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und noch einmal jetzt weiter unten, gleich nach Retour. Mit klaren Ansagen geht alles. Und jetzt ein bisschen nach unten. Ja, sehr gut. Ja, sieht einigermaßen gekonnt aus. Genau. Und aha, gut. Ja, den Spiegel noch einmal. Natürlich musst du da aufpassen, dass den Bus nicht ein bisschen zerkratzt. Ja. Ja, das musst du ein bisschen üben. Die Stange ist eine Eigenproduktion vom Dewat, so wie es aussieht. Und ich glaube, dass es da bessere Möglichkeiten gibt, die Scheiben abzuziehen. So, Herbert,
Jetzt kommt die Zeit, wo du dich beweisen musst. Okay. Jetzt hast du die Ehre, dass du uns zeigst, ob du fahren kannst oder nicht. Gut. Jetzt hast du das Vergnügen. Danke. Bitte dich. Den Busführerschein hat er, aber kaum Praxis. Die Nervosität steigt, weil so richtig im Verkehr mit so einem großen Autobus zu fahren, ist doch etwas anderes als im Auto. Er wirkt sehr unsicher. Vielleicht ist er nervös, aufgeregt. Man wird jetzt beim Fahren sehen, wie er sich wirklich beim Fahren tut. So, jetzt schauen wir sich einmal die Spiegel an. Wie schauen die Spiegel aus? Gut. Passen die so? Ja. Siehst ja. du das ganze Fahrzeug? Ja. Somit würde ich sagen, starten wir los. Busfahren wäre deutlich einfacher, gäbe es keine anderen Verkehrsteilnehmer und nicht diese Kurven. Jetzt musst du auf die Straßenbahn ein bisschen aufpassen. Nicht gleich einschlagen, nicht gleich einschlagen. Man muss vorausschauend fahren. Wenn du links und rechts nur mal ein paar Zentimeter hast, vollste Konzentration. Wir müssen jetzt da ganz außen fahren. Du musst ganz ausscheren. Schön auf die Spiegel aufpassen, schau, die Laternen spiegeln. Sehr gut, magst du das. Privat reist du auch viel, wenn du nicht mit Bus unterwegs bist? Privat reise ich auch viel. Ich nehme mir dann drei Monate frei. Was machst du da? Dann fliege ich nach Amerika. Das mache ich jedes Jahr. USA? Immer, genau. Ja, man muss halt Reisen lieben. Dann wird dir auch dieser Job Spaß machen. Der Job passt wunderbar zu ihm. Und also ich habe einen super Eindruck. Und er ist sehr motiviert und sehr zufrieden. So, so. Und es passt schon. Stehen bleiben hier oder vor? Jetzt den Gang rausnehmen, auf Leerlauf. Jetzt können wir die Tür schon einmal aufmachen. Also ehrlich gesagt, es hat mir jetzt da schon gefallen. Am Anfang hat er sehr unsicher gewirkt. Nur man darf nicht vergessen, er ist schon lange nicht gefahren. Das ist nicht so ohne. So, Herbert, die Leute sitzen schon drin. Danke. Und ich traue mir das zu, dass du jetzt die Fahrt mit den Leuten Richtung Bahndorf machst. Okay. Nicht nervös sein, es kann nichts passieren. Ja, okay, ich bin auch hier. Okay. So, auf geht's. Mit Passagieren an Bord wächst die Verantwortung. Der Zeitdruck leider auch. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen verspätet. Schauen wir halt, dass wir die Höchstgeschwindigkeit einhalten. Ne? Dass wir schon pünktlich ankommen. Okay. Du brauchst nicht rasen, aber das, was erlaubt ist, das fahren wir. Ja. Das Ziel der Reise, ein Shoppingcenter. Na, Mama mia, da ist eng. Ja, ist ein bisschen eng. Jetzt bloß keine Zeit verlieren. Weitere Fahrgäste wollen mit. Und natürlich pünktlich ans Ziel. Auf riskante Fahrmanöver sollte der Praktikant natürlich trotzdem verzichten. Go! Langsam, langsam. Warum fährst du so schnell in den Kurven rein? Ach, langsam. Geradeaus, geradeaus. Da, da, rechts. Ach so, okay, sorry. Was jetzt noch fehlt, ein Hindernis. Unser Unfall. Muss man jetzt durch. Fliegen können wir leider nicht. Du musst jetzt rüberfahren, sonst kommst du nicht ums Eck. Komplett rüber. Nicht die leichteste Übung. Nicht so stark einschlagen, geht schon. Geradeaus. Geht schon. Vollgas. Puh, geschafft. Das reicht dann auch erstmal. Ich glaube, die nächste Fahrt werde dann ich machen. Mhm. Für mir dich, gerne. Für dich war das schon genug. Mehr wie genug. Ja. Na, ich habe schon gemerkt, dass ihm das schon ein bisschen mitnimmt. Dass er schon müde ist, weil er das eben nicht gewohnt ist. Also er ist richtig froh, dass er jetzt praktisch entlassen ist. Fortan kann sich Thomas ein wenig erholen und sich Gedanken machen, was der Tag so gebracht hat. Also ich habe heute herausgefunden, dass es sich sehr wohl lohnt, junge Busse zu haben. Es macht unseren Fahrern einfach viel Spaß und viel Freude, mit so tollen Bussen zu fahren. Es war aufregend, es war spannend und einfach eine tolle Sache. So, lieber Herbert, du hast den Tag sehr gut gemeistert, muss ich schon sagen. Ich sage jetzt aber auch ein paar negative Sachen. Dass du sehr aufgeregt warst, sehr nervös, ist aber ganz verständlich, dass es so ist. Fahren tust sehr gut, ich würde dir den Job geben. Danke. In diesem Sinne kann ich dir nur alles Gute wünschen und viel Erfolg. Danke dir, du warst eine super Hilfe, vielen Dank. Danke, das freut mich. Danke vielmals und alles Gute für die Zukunft. Tschüss. Der erste Tag, er war ein Erfolg. Tag Nummer 2. Am Vienna International Bus Terminal versorgt Blagos eigene Kunden und auch die seines Partners Flixbus. Wir haben im Jahr hier schon fast 2 Millionen Passagiere. Wäre das hier ein Flughafen, dann wären wir der zweitgrößte Flughafen in Österreich. Wir hatten in den letzten Monaten einige Änderungen aufgrund des Passagierzuwachses. Und ich möchte einfach schauen, ob diese Änderungen angekommen sind, ob die Mitarbeiter zurechtkommen und wie die Lage allgemein hier ist. Hi. Hallo. Hallo. Morgen. Ich bin der Herbert. Bin ich bei dir richtig? Ja, wenn Sie zu uns kommen zum Lernen, sind Sie richtig. Bitte schön, kommen Sie rein. Hallo, servus. Hallo, Magdalena, servus. Hallo, servus. Wir gehen jetzt zu unserem Arbeitsplatz. Okay, kriege ich irgendwas zum Anziehen, Arbeitskleidung oder habe ich das
deine persönliche Anzug ist die Arbeits. Wunderbar. Ja, kommen Sie bitte rein. Solange man jetzt im Ticketschalter dahinter sitzt, ist das jetzt für den Kunden natürlich kein großes Problem. Aber ich denke mal, dass man ja auch mal den Ticketschalter verlässt und auch da für den Kunden da sein sollte. Und da ist man dann absolut nicht zu erkennen für den Kunden als Mitarbeiter. Die Karte hat 4 Teile. Ja? Mhm. Hinfahrt und Kundenbeleg für den Kunde. Mhm. Rückfahrt, wir schmeißen einfach weg. Und der Buchungsbeleg bleibt bei dir. Okay. Wenn du noch Fragen hast, wegen der Karte, wegen dem Verkauf. Das kommt dann. Wahrscheinlich, wenn ich es mache, ja. Ich freue mich sehr, wenn ich jetzt wirklich persönlich auch ein Ticket verkaufen kann. Ich kenne das ja bis dato nur von der Theorie. Aber ein Ticket wirklich zu verkaufen, da versteht man dann erst richtig, wofür man die Mühe macht, solche Systeme zu entwickeln. Grüß Gott, bitteschön. Dann geht unser nächster Bus nach Bratislava. Bratislava. Der nächste fährt um 10.30 Uhr. Das geht nicht jetzt, weil Sie sind zu spät gekommen. Wir haben das nicht mehr im System. Eine einzige Minute. Steht er vielleicht noch draußen, der Bus? Kann das sein, dass er noch draußen steht? Ja, der Bus fährt, ja. Ich versuche das Ticket im Bus zu kaufen. Sagt mir der Busfahrer, dass ich das Ticket bitte hier kaufen muss. Ich komme hier hin, er sagt, er wartet auf mich. Und die Kollegen können kein Ticket ausdrucken. Das System ist scheinbar so unflexibel. Das ist ein Wahnsinn. Selbstverständlich, der Kunde hat recht, sich zu beschweren, weil das ist... Das soll nicht so sein. Das ist ein Problem. Das ist mir heute auch wirklich live präsentiert worden. Und was ich relativ bald machen werde, dass ich diese Ungereimtheit im System rasch besprechen muss. Wir gehen jetzt zur nächsten Aufgabe für dich. Ticket hast du schon verkauft. Wir gehen jetzt zum Busfahrer von Zagreb. Ja. Da hilfst du ihm, die Bagage reinzugeben. Jawohl, Gepäck einladen. Über mangelnden Kundenkontakt kann sich Thomas heute nicht beschweren. Guten Tag. Der Herr hilft Ihnen jetzt heute zum Bagage mit dem neuen Kollegen. Okay. Ja? Kein Problem. Alles klar, gehen wir hin. Und los geht's. Es hat niemand gesagt, dass es leicht werden wird. Ja. Chef. Ja, super. Boah, was ist da? Da sind Ziegelsteine drinnen. Ich hoffe, ich habe gut eingeladen. War alles sehr schwer, muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Ich glaube, Steine. Aber war enorm schwer. Es ist eigentlich harte Arbeit. Und das war nur der erste Bus. Nummer 2 lässt nicht lange auf sich warten. Dieses Mal erweisen sich die Passagiere als besonders tatkräftig. Und darunter leidet nicht nur Thomas. Darunter leiden auch sie selbst. Vorsicht. Problem ist, dass am liebsten jeder Fahrgast das Zeug selber reinhauen will. Und das geht natürlich nicht. Sie kommen von links, von rechts, von oben, von unten. Das ist mit Sicherheit ein Problem, dass ich keine Uniform anhabe. So hat mich nicht gleich jeder erkannt, dass ich Personal bin und hier helfe beim Einladen. Auch diese Aufgabe geht einmal zu Ende. Der Undercover-Boss weiß, was jetzt nötig ist. Gibt es da eigentlich irgendwo einen Kaffee? Ja, kann man schon drinnen. Ja, ich würde gerne einen haben. Geht das? Gehen wir super. Dann zusammen. Er war super einfach. Er hat gut reagiert. Die Leute haben Stress und da kommt der Stress auf deine Seite auf. Aber er lacht dazu, der Kunde, er hört gut auf, was der Kunde sagen will. Also ich finde, es geht. Wie bist du hierher gekommen auf diesen? Mein Freund hat Unfall und deswegen habe ich alle Job früher gehabt habe verlassen. Ich muss ein bisschen arbeitslos bleiben. Du musstest aufhören, weil du, das habe ich jetzt nicht genau verstanden, weil er hat Unfall vor 2 Jahren gehabt und das war eine schwere Situation. Ja. Okay, was ist passiert? Er hatte diesen Tumor im Kopf. Das war einfach plötzlich. Ich wollte ihm aufwachen in der Früh und das geht nicht mehr. Das war ein Horror. Er hat wegen der ganzen Sache auch die Orientierung verloren. Also, ja. So ein erwachsener Mensch kann irgendwo alleine gehen. Das ist für ihn auch schwer. Das ist nicht nur für mich, aber für ihn sehr schwer. Die Mutter eines 12-jährigen Sohnes war als Putzfrau selbstständig. Um bei ihrem Freund sein zu können, musste sie den Job aufgeben. Ich habe viel alleine geschafft. Und ich bin darüber auch stolz auf mich selber. Das kannst du auch sein, ja? Dankeschön. Wenn man solche Geschichten hört, muss man dankbar sein für das, für das Glück, das man selbst hatte, wenn man von solchen Schicksalsschlägen verschont geblieben ist, einfach nur dankbar sein. Hast du irgendein Hobby oder? Oh ja, ich male sehr gerne. Weil mein Freund im Koma war, ich weiß überhaupt nicht, wo sie meine Hände soll ich lassen.
Ich habe angefangen zu malen. Mein Kopf ist befreit von den Problemen. Das ist so weit gegangen, dass ich manchmal 2 oder 3 Bilder pro Tag gemacht habe. Wirklich den ganzen Tag nur mit dem Pinsel irgendwo herumgelaufen zu Hause. Willst du vielleicht sehen? Ja, gern. Ja. Magdalena möchte ihre kleinen Kunstwerke nicht nur dem interessierten Praktikanten zeigen, sondern am liebsten in einer Galerie einem breiten Publikum präsentieren. Ja, schaut gut aus, ja. Das wäre dein Traum, einmal. Das ist mein großer Traum, ja. Das ist irgendwo in der Galerie sehe meine Bilder. Vor einem Tag oder vor einer Stunde. Aber ein Urlaub wird euch gut tun. Sommerzeit, Urlaub, aber dieses Jahr wird das sicher nicht gehen. Ja. Wenn ich hier gekommen bin, letztes Jahr, ich sage, oh Gott, die Leute reisen hier, ja, machen das. Und das hat mich auch die Pläne gemacht, dass ich wirklich irgendwo reisen will. Was hinter jedem einzelnen Mitarbeiter stecken kann, welche Geschichte, welche Erlebnisse. Und ja, es war sehr emotional für mich. Und es ist eine tolle Frau. Weiter geht's im Ticketverkauf. Thomas entwickelt Routine. 15 Uhr, kostet 19 Euro. Danke. Danke, Wiedersehen. Der Nächste, bitte. Als ob der Undercover-Boss nie etwas anderes gemacht hätte. Mit Magdalena an der Seite wird er zunehmend schneller. Jetzt darf er sich nur nicht beim Geld verzählt haben. Das stimmt, unsere Kasse stimmt heute. Wir haben das super zusammen gemacht. Toll, danke dir. Danke für die Hilfe. Feierabend, ja? Danke. Danke. Heute habe ich die komplette Palette der Probleme an einem Bus-Terminal miterlebt. Und die muss ich verarbeiten. Und dann möchte ich die Dinge rasch verbessern. Zum Wohle der Fahrgäste, aber vor allem auch zum Wohle der Mitarbeiter. Tag 3 gehört dem Tochterunternehmen Vienna Sightseeing. Treffpunkt ist die Haltestelle vor der Wiener Oper. Der Standort ist für die Vienna Sightseeing Tours sehr wichtig. Das ist der Hauptstandort, wo die meisten Sightseeing-Linien auch abfahren. Es interessiert mich in erster Linie, wie werden hier die Kunden angesprochen. Gerade wenn man Tickets verkauft, da hängt das sehr stark vom Verkäufer ab. Der heutige Verkäufer heißt Philipp, ist 23 Jahre alt und kommt gerade in seinem Einsatzgebiet an. Ist du der Herbert? Ja. Ja, grüß dich, Philipp. Hallo, servus. Angenehm. Wie geht's? Gut. Super. Ja, danke. Ja. Gehen wir uns umziehen und dann schauen wir rüber. Sehr gerne. Bitte. Super. Der Praktikant muss in erster Stelle kundenorientiert sein. Er muss auch Informationen über die gewissen Sehenswürdigkeiten haben. Was ich gar nicht mag, ist den Gästen gegenüber unfreundlich sein. Die kommen zu uns und ich möchte einfach, dass sie gut behandelt werden, dass sie das bekommen, was sie auch erwarten. So, der Herbert, du wirst mich den ganzen Tag auf unsere gelben Linie begleiten. Sehr schön. Also wir beginnen bei der Staatsoper. Eine Runde dauert 1 Stunde 20 Minuten. Schauen wir mal, was der Verkehr uns heute bereitet. Ich würde mal sagen, gehen wir es an. Wunderbar. Und schauen wir uns das Ganze an. Ursprünglich war Philipp in der Hotelbranche tätig. Als Busbegleiter versorgt er die Touristen mit Tickets, Kopfhörern und guter Laune. Bei all dem hilft ihm heute Thomas. Hello. Thank you very much. I take the tickets. I bring the other one in 2 minutes. Okay. You can sit upstairs if you want and I bring it to you, yeah? Okay. Welcome. Was machst du jetzt genau? Also man muss erstmal dieses Ticket scannen. Ja. Da gibt es einen Strichcode. Und dann auf OK drücken, ja. Hop on, hop off. Alle Linien, ja. 24 Stunden. Okay. Da muss man das da ausdrücken. Ja. Und es kommt dann automatisch auf der anderen Seite aus. Okay. Ja. Soll ich das den Leuten bringen? Ja, kannst du gerne. Das ist diese indische Familie. Kannst hinaufgehen, ja. Und denen, ja. Das dann sagen. Okay. Also ich bin ziemlich positiv überrascht über den Herbert. Er ist gleich ins kalte Wasser gesprungen, hat gleich die Fahrscheine den Gästen ausgehändigt. Und ich finde so eine Arbeitseinstellung sehr gut, vor allem im Tourismus, wo man gleich immer parat sein muss. Die gelbe Linie führt unter anderem zu den Schlössern Schönbrunn und Belvedere. Die Fahrgäste können an jedem Stopp aus- und einsteigen. Hallo, grüß Gott, danke sehr. Kleine Pausen gibt's zwischendurch auch mal. Philipp, wie lange machst du den Job schon? Also ich mache den Job schon seit über einem Jahr. Ja. Untertags das. Ja. Und am Abend mache ich eine Weiterbildung zum Rennführer. Auf Wien spezialisiert, aber super. Auch auf ganz Österreich. Die Ausbildung dauert auch 2 Jahre. Ja. Du hast wirklich, ja. Hier dein Hobby, deine Interessen mit deinem Beruf verbunden. Ja, definitiv. Ah, ja. Definitiv. Alles Gute mit der Prüfung. Wann ist es soweit? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, super. Nächstes Jahr. Ja. Schauen wir sehr mal. Gut, ja. Also von Philipp, das ist natürlich ein Traum, wenn er sein Hobby, seine Leidenschaft mit dem Beruf verbinden kann. Er macht einen super Eindruck, er ist motiviert. Solche Mitarbeiter muss man suchen.
Und weiter geht die gelbe Tour durch Wien. Da mag es noch so viel zu sehen geben, es gilt, den Blick für das Wesentliche zu bewahren. Aufpassen, wir kommen jetzt zur Haltestelle. Grüß Gott, hello. Bitte sehr. Na, selbstverständlich. Grüß Gott. Thank you. You're welcome. Hello. Thank you. So richtig reibungslos scheint das Ticketgerät nicht zu funktionieren. Im Probearbeiter regt sich der Undercover-Boss. Musst du jedes Mal deinen Namen suchen? Ja, das ist meistens. Das merkt er sich nicht? Nein, der lockt sich immer aus und da muss man sich immer neu einloggen in das Ganze. Wenn du dann wirklich im Stress bist, ist das nicht lustig, oder? Ja, aber ja. Man hat dann meistens auch keine andere Wahl, als sich mit dem auseinanderzusetzen. Und ja. Das ist immer so, das geht halt online und ja. Also wenn er sein Gerät zur Hand nimmt, um ein Ticket zu verkaufen, habe ich bemerkt, dass er hier und da seinen Namen wieder eingeben muss und sich neu anmelden muss. Und das ist natürlich nicht optimal, wenn viel zu tun ist. Wie recht er damit hat, kann Thomas sofort live beobachten. Okay, I have to start again. Den Fahrgast scheint das nicht zu erfreuen, Philipps gut getarnten Chef auch nicht. Also es war jetzt nicht leicht, dass ich nicht den Boss raushängen lasse. Ich musste mich wirklich zurückhalten, weil sowas macht mich sauer, wenn Dinge nicht funktionieren. Das ist einer der Gründe, warum Thomas auf Undercover-Mission gegangen ist. Fehler im System bemerken. Und das klappt heute erstaunlich gut. Wir sind eigentlich falsch in der Reihenfolge, ist das richtig? Genau, ja. Der eine Bus hat uns überholt. Ja. Das ist der ganze Plan. Eigentlich jetzt? Ja, überflüssig, ja. Okay, der der Haltestelle auslässt. Genau. Und der Fahrplan wird bis zum Tagesende nicht mehr eingehalten. Nicht mehr eingehalten, nein. Okay. Sind jetzt die Busse auf der gelben Linie in der Reihenfolge durcheinander gekommen? Um ehrlich zu sein, bin ich etwas sauer, weil ich das Gefühl habe, dass man das mit einer guten Planung hätte besser machen können. Na, haben wir es bald geschafft? Ja. Ja, du hast dich sehr gut geschlagen. Von mir aus würde ich dich als Kollege gerne bei uns begrüßen. Danke auch für deine Mühe und Hilfe. Na, bitte gerne. Das war heute ein toller Tag, beruflich enorm ergiebig. Ich habe irrsinnig viele Dinge entdeckt. Das habe ich nicht immer so wirklich an der Front. Und das hat mir heute irrsinnig gefallen und das habe ich auch genossen. Der letzte Tag der Undercover-Mission. Zum Finale darf sich Thomas in der Blagos-Buswerkstatt beweisen und wird dabei einen ganz besonderen Mitarbeiter kennenlernen. Mein Name ist Mohammed Ali, ich bin seit 8 Jahren in Österreich. Also seit fast 4 Jahren bin ich Parteien bei der Firma Blagos als Lehrling, als Krebsmechanik und Elektronik. Für den Undercover-Boss ist der letzte Einsatz besonders riskant. Ich bin heute in der Zentrale. Ich werde in der Werkstatt arbeiten, aber es ist alles auf einem Gelände. Mich kennen die Leute und bin sehr aufgeregt, weil die Gefahr, erkannt zu werden, sehr, sehr groß ist heute. Hallo? Guten Morgen, hallo. Hallo. Grüß Gott. Ich bin der Praktikant. Bin ich richtig bei dir? Ja, bitte. Hallo. Herbert. Mohammed. Ich bin der Mohammed. Okay, super. Freut mich. Ich gebe dir eine Kleidung und dann. Da machen wir weiter. Okay, ziehen wir mit. Ich glaube nicht, dass er mich erkannt hat. Es gibt keine Anzeichen dafür. Und ja, jetzt werde ich mal die Hände schmutzig machen. So, ich wäre fertig. Herbert, wir machen jetzt gerade einen Ölwechsel. Und das willst du machen. Okay. Ich habe einen Bus schon einmal von unten gesehen, aber das ist sicherlich 40 Jahre her. Also ich verstehe da unten überhaupt nichts. Ich erkenne die Reifen, ich erkenne den Auspuff, aber das war's schon. Das ist der Ölwanne, okay? Ja. Dieses Bereich. Und wenn wir diese Schraube aufmachen, ja, dann kommt die ganze Motoröl runter. Okay. Wo kommt das runter? Von diesen Schrauben. Okay. Pass auf, das schiebe ich einmal auf die andere Seite. So. Wie ist, dass wir zum Ölwanne kommen? Von da lassen wir das Öl aus. Okay. Ich zeig's dir nur und du machst das. Ja. Wahnsinnig kompliziert klingt das ja nicht eigentlich. Jetzt machst du mal. Und ob das Thomas macht, die Frage ist nur, wie? Ja, da komme ich nicht rein. Du probier es. Musst du reinkommen. Irgendwie musst du eine Lösung finden. Ja. Da staunt der Lehrling und der Chef wundert sich. Das kann man schon mit der Hand drehen. Ja. Und flutsch. Pass auf.
vorhalten, genau. Habe ich doch gesagt. Ja, super. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss mich sofort duschen gehen. In der Schulnoten, wenn ich das benote, momentan gebe ich einen Fünfer. Das ist das Schlauch, wo wir das Öl nachfüllen. Mhm. Haltest du bitte in der Hand? Jawohl. Genau. So. Und so ziehst du dann runter. Ja. Dann da hier stellst du das auf dem Null. So. Auf Null. Also 33 Liter bei dem Auto, bei dem Cetaro. Ja. Ein. Okay. Und jetzt aufpassen. Wann bist du nach Österreich gekommen? 2008. Wie war das? Bist du da alleine gekommen? Ich bin allein daher gekommen, ja. Okay, also von Afghanistan bin ich geflüchtet. Ja. Wie alt warst du damals, 2008? 15. Mit 15 bist du alleine? Ja. Deine Familie hat dafür gesorgt, dass du weg kannst. Die haben so Angst gehabt und haben gesagt, du musst irgendwo hingehen. Wenn wir dich irgendwann verlieren, dann ist wieder eine Katastrophe. Das ist die größte Elternliebe, die es gibt. Wenn die Eltern sagen, ich muss dich wegschicken, dass du überlebst und ich sehe dich wahrscheinlich nie wieder. Das ist das Schrecklichste, was jemandem passieren kann, wenn man Kinder hat. Bist du da zu Fuß oder womit gefahren? Mit LKW zu Fuß und ein Boot und was auch immer. Ja. Was war das für ein Boot? Ja, das war ein Schlauchboot. Mit Rudern oder mit Motor? Ja, gar kein Motor, es ist nur so mit dem Schaufel. Paddel. Ja, 6 Stunden haben wir gebraucht, von türkischer Seite so griechischer Seite hinüberzukommen. Wahnsinn. Also im Boot bin ich fast gestorben. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich noch doch am Leben. Beschäftigt mich natürlich, solche Geschichten zu hören. Wir sehen die Bilder im Fernsehen, es ist aktuell. Und das hautnah von jemandem zu erfahren, der das wirklich miterlebt hat, das nimmt mich mit. Bist du froh, dass du hier bist? Natürlich, ja. Ich bin natürlich auch dafür sehr dankbar, dass ich in der Schule gehen durfte und dass ich die Möglichkeiten gekriegt habe. Du bist quasi ein Österreicher. Ja, ein Wiener. Ja, ein echter Wiener. Ich bin selbst. Das geht schnell da. Das ist super. Ich schaue sicher mit anderen Augen in die Werkstatt. Es ist eine Geschichte, die eine unglaubliche Tapferkeit zeigt, eines jungen Mannes, der kämpfen muss, dass er hier ankommt. Und das Schöne ist, dass er heute hier ist und heute glücklich ist und seine ganze Zukunft eigentlich noch vor sich hat. Thomas hat auch noch etwas vor sich. So, haltst du links vorne und dann da ein bisschen, dass das ein bisschen reingeht. Aber okay. Muss nicht sein. Gut. Geht schon. Langsam. Ja. Genau. Die Ölkatastrophe scheint vergessen, die Arbeit am Reifen behagt dem Undercover-Boss offenbar deutlich mehr. Ich bringe schon ein bisschen was zusammen, muss aber sagen, Sachen, die ich noch nie gemacht habe, sind äußerst schwierig. Aber diese Tätigkeiten machen mir schon Spaß, mitzuhelfen, anzupacken, etwas Produktives zu machen, wo man nachher das Ergebnis sofort sieht. Wie war es heute? Ja, sehr ungewohnt. Für mich eine ungewöhnliche Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Sehr gut. Also, willst du auch von meiner Seite was hören? Was ja, gerne. Warst du zufrieden? Vom Handwerklich bist du leider sehr wenig. Das heißt, es ist, man merkt, dass du nie was Wirkliches gemacht hast. Ja. Ein Bild aufgehängt zu Hause, das ist zu wenig. Das ist null. Es geht leider nicht, du musst irgendwas anderes machen. Es ist viel besser und einfacher. Das Gefühl ist schon komisch, wenn der eigene Lehrling sagt, eigentlich bin ich nicht für diesen Job geeignet. Aber man könnte alles lernen und ich glaube, wenn ich mich wirklich reinhauen würde und eine Ausbildung machen würde, dann könnte auch ich diesen Beruf erlernen. Trotzdem danke. Bitte. Vielen Dank für deine Mühe und Geduld. Ja. Ciao. Bitte, kein Problem. Alles Gute in der weiteren Leben. Nur gut, dass Thomas schon einen Job hat. Und in den darf er nun wieder zurückkehren. Ich freue mich schon sehr, dass ich bald wieder der Thomas Blagos bin. Die Woche war sehr erlebnisreich, aber ich nehme total viel mit für mich. Und ja, mein Spiegelbild kann ich schon bald nicht mehr anschauen. Also, Papa Herbert. Und herzlich willkommen zurück, Thomas. Die Mitarbeiter, die ich in dieser Woche kennenlernen durfte, sind alle zu 100% motiviert, fleißig und voll dabei.
Ich denke aber dennoch, dass wir einige Dinge verbessern können. Und das werde ich gemeinsam mit meinem Cousin Pauli besprechen. Die Undercover-Mission soll nicht ohne Folgen bleiben. Doch vor dem Ergreifen konkreter Maßnahmen muss erst einmal Co-Geschäftsführer Paul Blagos ins Bild gesetzt werden, was sein Cousin alles erlebt hat. Ach, das war eine Woche. Das kann ich mir vorstellen. Ja, war sehr interessant, aber auch sehr anstrengend. Ich war mit einem Charter, mit einem Gelegenheitsverkehrsbus eingesetzt einen Tag lang. Und beim Buswaschen, die Scheiben, da rinnt ja nachher das Wasser runter. Abziehen, ja. Jetzt muss man das abziehen. Und er hatte da so ein Eigenkonstrukt, das könnte man uns vielleicht auch anschauen. Gibt es nicht wirklich doch bessere Systeme? Ich durfte bei einem Sightseeing-Bus mitfahren und auf einmal war der Bus, der eigentlich hinter uns hätte sein sollen, im Rhythmus vor uns, weil er eine Haltestelle ausgelassen hat. Das sollte man sich auch anschauen. Das sollte nicht passieren. Nein. Was mir noch aufgefallen ist, das Ticketsystem geht in einen Standby-Schlafmodus. Die Frage ist, ist das unbedingt notwendig? Okay. Ich war auch auf unserem internationalen Busbahnhof. Ich war nicht gekennzeichnet, das ist auch ein bisschen ein Thema. Wir sollten über Uniformen nachdenken. Beim Ticketverkauf hat sich ein Kunde wirklich vehement bei mir beschwert, dass er in den Bus einsteigen wollte. Der Busfahrer hat ihm kein Ticket verkauft, hat ihn sozusagen zum Ticketschalter geschickt. Und die Leute beim Ticketschalter haben ihm gesagt, ich kann laut System kein Ticket mehr verkaufen. Okay. Dann wollte er zurück zum Busfahrer und der Bus war weg. Okay. Das gilt es aufzulösen. Dann verstehe ich auch, dass er sauer ist. Definitiv. Absolut. Ja. Das müssen wir ändern. Außerdem wäre dann noch etwas zu tun. Und dafür werden die Anleiter des Probearbeiters Herbert zum Chef gebeten. Gespräche mit der Geschäftsleitung sind meistens negativ. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen, worum geht das überhaupt. Das Treffen findet in den Wiener Sophienseelen statt, in denen das Unternehmen Konzerte veranstaltet. Die Frage, was heute auf dem Programm steht, kann keiner der Mitarbeiter beantworten und lässt die Nervosität spürbar steigen. Des Rätsels Lösung kennt nur ein einziger, der Mann, der Herbert Reischl war. Grüß Gott. Grüß Gott. Thomas Blagos, Geschäftsführer der Blagos Gruppe. Bitte. Danke sehr. Haben Sie eine Idee, warum Sie da sind? Warum ich überhaupt da bin? Keine Ahnung. Haben wir uns schon einmal gesehen? Ich setze jetzt meine Brille auf. Ja. Ja? Ja. Ja. Ich erkenne Santes Stimme. Ich war der Herbert. Sehr gut reingelegt. Ja. Wirklich? Ja, bin echt komplett verwirrt. Ich war undercover im eigenen Unternehmen unterwegs. Ich wollte diese Chance nutzen, um herauszufinden, wie der Job funktioniert. Was sind Dinge, die man vielleicht verbessern kann? Ich habe das sehr genossen, was wir erlebt haben. Was ich gesehen und gelernt habe, dass du wirklich die Firma wunderbar vertrittst, dass du Freude hast, auch im Umgang mit Menschen. Und dass dir die Arbeit wirklich enorm viel Spaß macht. Auf alle Fälle. Als Dankeschön für deinen Einsatz für die Firma möchte ich dir für deinen kommenden Aufenthalt in deiner Lieblingsdestination USA, wollen wir dir für einen Monat dafür sorgen, dass du auch in Ruhe schlafen kannst und übernehmen die Nächtigungskosten für einen Monat. Wahnsinn. Ich hoffe, du freust dich. Ich bin fassungslos. Und ich hoffe, wir haben ein gutes Geschenk ausgesucht. Das ist perfekt. Danke vielmals. Ich bin fassungslos. Also ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dass ich die Firma gut repräsentiere, dass wir das richtige Ziel vor Augen haben. Ne?
Du bist eine tolle Mitarbeiterin, das habe ich bemerkt. Und so wie du dich kümmerst um deinen Mann, das ist wirklich toll. Und nebenbei gehst du noch arbeiten. Du bist wirklich eine starke Frau, wirklich bewundernswert. Und ich kann mich nur bedanken für deine Leistung und für deinen Einsatz für die Firma. Ich danke schön, ja. Danke. Du hast mir erzählt, dass dir die Malerei geholfen hat, dass du sozusagen alles, was dich bewegt, besser verarbeiten kannst. Dann hast du mir auch gesagt, dass es ein Traum von dir wäre, dass einmal viele Menschen die Bilder sehen. Ja. Da habe ich mir überlegt, dass der Warteraum am Busbahnhof ohnehin sehr leer ist. Und wenn du das magst, wir haben fast 2 Millionen Passagiere im Jahr. Und ich glaube, dass ein Großteil dieser Passagiere deine Bilder sehr gerne ansehen würden. Magst du das machen? Ja, gerne. 100%. Und du hast auch erzählt, dass du mit deinem Mann und mit deinem Sohn noch nie auf Urlaub warst. Kann ich schon weinen? Wir schicken dich eine Woche mit deinem Mann und mit deinem Kind nach Kroatien auf Urlaub. Ja. Wegen das, dass ich mit Ihnen gearbeitet habe an dem Tag? Nein, nicht dafür, sondern einfach für deine Leistung, für deinen Einsatz, für das dir mehr als verdient. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht bis jetzt, was soll ich sagen. Wirklich, ich habe so einen Herrn kennengelernt dort und das war was Neues für mich. Und jetzt, diese Person hat meine Träume wahrgemacht. Also, was soll ich noch sagen? Ich bin sehr glücklich. Ich wollte die Chance nutzen, um einmal zu sehen, wie diese Arbeit, die du machst bei der Vienna Sightseeing, so funktioniert. Und ich habe zum Beispiel mitgenommen, dass es wichtig wäre, hier diesen Wagenumlauf besser zu koordinieren, wenn es zu Verkehrsstaus kommt. Ich habe genauso mitgenommen, dass es sehr wichtig ist, dass diese Verkaufsgeräte nicht in den Standby-Modus gehen. Das sind schon Dinge, wo ich sage, das hat sich wirklich ausgezahlt für mich. Und was sich noch ausgezahlt hat für mich, ist, dass ich also gesehen habe, mit welchem Einsatz und Engagement du bei der Arbeit bist. Du bist wirklich ein toller Mitarbeiter. Danke sehr. Also ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, das ist dein Traumberuf, ja, oder? Ja, ist es auch. Ja. Du hast mir erzählt, dass du nach der Arbeit eine Ausbildung machst. Mhm. Du möchtest staatlich geprüfter Fremdenführer werden. Und ich habe mir überlegt, dass wir den verbleibenden Teil für deine Fremdenführerprüfung, dass wir hier die ausständigen Kosten sehr gerne übernehmen. Und was ich dir heute auch versprechen kann, dass du von uns stets viele Aufträge für deinen Job bekommen wirst. Wow, das also, ist... Es gibt, glaube ich, keinen besseren Fremdenführer als den Philipp. Ich bin sehr glücklich und ich finde das einfach sehr, sehr schön auch von Herrn Malakos, dass er sich wirklich die Mitarbeiter anschaut, wie sie arbeiten, dass er bis zu uns hinunterkommt und sich die das tägliche Geschäft halt bei der Oper in den Bussen halt abwickeln, auch anschaut. Es war für mich eine sehr anstrengende Arbeit, weil ich diese Arbeit nicht gewohnt bin. Ja. Habe ich mich sehr doof angestellt. Mir hat es Spaß gemacht, trotzdem. Was ich gelernt habe an diesem Tag, dass der Grundstein auch für die Verlässlichkeit der Busse in der Werkstatt gelegt wird. Du hast viel erlebt und es freut mich, dass wir dir eine Chance gegeben haben damals. Und was ich dir versprechen kann, ist, dass wir dich weiterhin unterstützen werden. Bei deinen Wünschen, bei deinen Träumen, bei deinen Zielen. Dankeschön. Du hast ein kaputtes Auto, oder? Aktuell. Ist das wahr? Ein Auto, wo ich den Führerschein gemacht habe, habe ich ein Jahr lang gehabt. Und? Was ist passiert? Das Auto habe ich einen kleinen Unfall gemacht. Aha. Die Rahmen waren kaputt. Die haben gesagt, du musst das reparieren und das war so viel. Dann habe ich gesagt, nein, das ist so teuer. Ich wohne ein bisschen weit weg und das Auto braucht 28 Minuten. Hoffentlich brauche ich eine Stunde 20 Minuten jeden Tag. Ja. Weißt du, was das ist? Ein Autoschlüssel. Ein Autoschlüssel? Das ist der Schlüssel zu deinem eigenen Auto. Das ist mein Auto.
kein Auto. Das ist der Schlüssel zu deinem Auto. Das heißt, ich krieg vom Auto, oder wie? Ja. Ich hab grad dein Auto bekommen. Das ist. Ich glaub das nicht. Das ist super. Ich freue mich. So viel? Das glaub ich nicht. Danke. Danke. Dankeschön. So ein schönes Auto habe ich bekommen. Das ist. Ja. Das ist unfassbar. Das ist super. Nächstes Mal bei Undercover Boss, Gerald Kumnick, der Geschäftsführer des Arbö, patzt am laufenden Band. Ich habe noch nichts dazu sagen, ich war nervös. Und er muss sich überwinden. Geht. Immer gibt er Vollgas, mit wechselndem Erfolg. Die Auf das muss man kommen. Und es kommt noch schlimmer.